Vater, wir wollen dir danken, weil du nie aufhörst, uns zu überraschen. Wir wollen dir nochmal danken, weil du uns diesen wunderbaren Tag geschenkt hast. Du hast mit uns begonnen und du hast uns so weit geführt. Danke, Jesus. Du hast dich entschieden in uns, für uns und durch uns Großartiges zu tun. Wir sind immer überrascht von deinen Werken. Lass dieses Wort heute einen unverleugnbaren Segen bringen zu uns und lass deinen Namen verherrlicht werden. Im Namen Jesus. Amen. Ich freue mich, dass wir in so einem wunderbaren Tag hier sind. Und ich freue mich auch für dich, dass wir uns durch diesen Weg begegnen dürfen. Es gibt, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, mein Herz ist voller Freude, weil wir nochmal ein Jahr erleben dürfen, und zwar ein Jahr Gottes Gnade. Vor 18 Jahren hat Gott mit uns hier begonnen. Damals in einem Wohnzimmer mit zwei Leuten. Und schaue, wie Gott uns so weit getragen hat. Und wir können Gott nur die Ehre geben. Und ich will große Danke an allen sagen, die uns immer unterstützt hat. Jeder, der zu dieser Arbeit gehört, der sich eingeschlossen hat in dieser Berufung, dass das Wort Gottes gepredigt wird, dass ein Haus Gottes aufgebaut wird, wo der Name des Herrn leben soll. Wir danken Gott für jedes Zeugnis, das wir hier miterleben dürfen. Danke an alle Helfer, alle Mitarbeiter. Danke, die mit ihrer Zeit, ihrer Energie, ihr Können und auch ihr Finanzen immer dabei gewesen sind. Danke. Bestimmt, wir können Gott nicht genug danken. So, nicht, dass wir Gott nicht gedankt haben. Wir wollen aber erkennen, dass Gott Menschen benutzt. Ich will euch auch danken, die zwar nicht hier anwesend sind, aber die mit uns verbunden sind, die uns im Gebet unterstützen oder die auch uns unterstützen mit ihren Finanzen. Wir wollen große, große Danke sagen. Gott tut mächtige Dinge durch diese Dinge, die ihr tut. Danke. Für mich ist es auch wichtig, mich zu fragen, was hat Gott für uns in so einem Tag? Bestimmt, ich werde euch versprechen, ich werde eure Zeit nicht viel nehmen. Nee, weil ich kann schon merken oder ich kann es riechen, dass es Essen gibt. Und ich denke, manche Leute haben wirklich Hunger. Ich rede nicht von mir. So, wir werden nicht so viel Zeit verbringen. Wir wollen nochmal beim Essen am Tisch Gottes Gnade feiern. Und danke an alle, die etwas mitgebracht haben. Danke. Und bitte sei sicher, dass du dich gut isst. Wir wollen etwas schauen, was ich glaube, dass Gott uns gibt. Und für mich, es ist eine der sehr, sehr wichtigsten Dinge im Leben eines Menschen. Ich glaube, dass unser Beispiel, das perfekte Beispiel für uns als Menschen, als Gotteskinder, als die Auserwählte Gottes, ist der Herr Jesus Christus.
Und Jesus hat in jedem Bereich seines Lebens Erfolg gehabt. Er hat Gott gefallen. So, wenn es einen Mensch gibt, dem wir nachmachen sollen, von dem wir lernen sollen, es ist Jesus Christus. Und es gibt etwas, was wir über Jesus verstehen müssen. Weil so viele von uns denken, der Ort des Sieges ist der Ort des Kampfs. Aber nein, der Ort des Sieges ist nicht der Ort des Kampfs, sondern der Ort der Vorbereitung. Wer sich gut vorbereitet, wird siegen. Aber wer sich nicht gut vorbereitet und trittet in einen Kampf, es gibt keine Garantie, dass er nach Hause gehen wird mit dem Sieg. Am Kreuz Golgatha glauben wir, dass das größte Geschehen stattgefunden ist. Das war der Ort, wo Jesus meine Sünde, deine Sünde auf sich genommen hat, meine Krankheit, deine Krankheit auf sich genommen hat. Das war der Ort, wo Jesus Satan für immer überwunden hat. Das war der Ort, wo Jesus sein Blut vergossen hat für die Vergebung meiner Sünde und deiner Sünde. Das Kreuz ist der Ort des Lebens, des Sieges. So erkennen wir das. Aber ich will euch etwas zeigen heute, oder wir wollen gemeinsam sehen, dass es muss irgendwas stattfinden, bevor man das Kreuz erlebt. Die Bibel erzählt uns in Hebräerbrief, Kapitel 5. Bitte schlage mit mir auf. Hebräerbrief, Kapitel 5. Da sehen wir, wo die Bibel etwas von Jesus erzählt hat, was er im Garten Gethsemane erlebt hat. In der Nacht, da als er verraten sein sollte, ist er zum Garten gegangen zu beten. Und laut Lukas Evangelium, er hat so hart gebetet, so ernstlich gebetet, dass sein Schweiß war wie Bluttropfen. In Hebräerbrief Kapitel 5, Vers 7 sagt der Verfasser über Jesus Folgendes. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Die Bibel sagt, dass Jesus ist zum Gott gegangen mit Bitten und Flehen, mit lauter Schreien, und Gott hat ihn erhört, wegen seiner Gottesfurcht. Es gibt etwas über Gottesfurcht. Und ich will bitte einen klaren Unterschied zeigen. Normalerweise, die Bibel hat uns klar gesagt, als Jesus zu Jairus gesprochen hat, hat Jesus ihm gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. In einer anderen Bibelstelle hat Jesus auch gesagt, wir sollen den Menschen nicht fürchten, die nur den Leib töten können. Wir sollen den lieber fürchten, die sowohl Leib und Seele töten kann. So, es gibt eine Furcht, die wir haben können, und zwar Gott gegenüber. Und das ist die Furcht, nimm einen davon, es ist diese Furcht, die viele Leute im Glauben haben. Die Furcht von der Hölle. Hölle. Niemand, wir wollen Gott nicht verletzen. Wir wollen nicht gegen Gott sündigen. Wir wollen Gottes Zorn auf uns nicht ziehen. So, darum versuchen wir Dinge zu tun, die Gott
gefällt oder die Gott nicht ärgern wird, weil wir nicht in die Hölle gehen wollen. Als ich angefangen habe zu evangelisieren, so habe ich angefangen, ich werde Menschen die Hölle beschreiben. Ich würde damals mein Bestes tun, die Hölle so zu beschreiben, dass die Menschen Angst haben werden. Dann werde ich fragen, willst du in die Hölle gehen oder in den Himmel gehen? Auf alle Fälle, Leute werden sagen Himmel. Aber sie treffen diese Entscheidung für Himmel, weil sie Angst vor der Hölle haben. Und wir haben Gesetzlichkeit gepredigt in den Gemeinden, dass Gott wütend ist, dass Gott bestrafen wird. So viele Christen versuchen Dinge zu tun, damit sie Gott nicht ärgern. Nicht, es gibt so eine Furcht, aber es gibt eine andere Furcht, wovon ich reden will, wovon wir hier sehen. Diese Furcht, was Jesus hat, Gottes Furcht, die Furcht des Herrn. Es ist nicht etwas, was dir Angst vor Gott gibt. Es ist etwas, was dich näher zu Gott bringt. Stell dir mal vor, Jesus war im Garten Gethsemane und er konnte sehen, alles, was auf ihn hingeschmissen werden wird, die ganze Sünde der Welt wird auf ihn kommen. Sogar er wird Sünde werden, der keine Sünde kannte. Er konnte sehen, weil er schon alles wusste, laut Kapitel 18 Johannes Evangelium. Die Bibel sagte uns in Kapitel 18 Johannes Evangelium, dass Jesus alles wusste, was geschehen wird. Er konnte sehen, dass er die ganze Krankheiten der Welt auf sich tragen wird. Die Schmerzen, die Krebs, die ganzen Tumoren. Er konnte sehen, dass er von Gott getrennt wird, weil Gott Sünde nicht betrachten wird. So, er konnte alles sehen, was auf ihn zukommt, wenn er zum Kreuz geht. Wenn Jesus Angst vor der Hölle hatte, wenn Jesus Angst vor der Trennung hätte, das wäre für ihn eine gute Position zu sagen, naja, ich will nicht in die Hölle gehen. Gott sucht jemand anderen. Aber irgendwas hat ihn getrieben, ja zum Himmel zu sagen und zum Kreuz zu gehen, obwohl er alles wusste, was auf ihn hingeschmissen wird. Obwohl er alles wusste, was er leiden müsste. Obwohl er wusste, was mit ihm getan wird. Wie viel er leiden musste, was er auf sich tragen wird. Obwohl er wusste, aber eines hat ihn getrieben. Es ist die Gottesfurcht auf sein Leben. Die Gottesfurcht ist nicht, was man tut. Es ist, was man hat. Diese Gottesfurcht kommt auf uns von Gott. So Jesus Liebe zu Gott, Jesus Ehre zu Gott, hat ihn getrieben, den Weg des Herrn zu gehen. Und der Konsequenz des Weges war ihm egal, solange es der Weg des Herrn ist. So Gottes Furcht in unserem Leben zu haben, wird uns helfen, mit Gott zu leben, wird uns helfen, Gott zu gefallen. So Jesus Gebete wurde nicht erhört, weil er laut gebetet hat. Jesus Gebete wurde nicht erhört, weil er Blut geschwitzt hat. Jesus' Gebete wurde nicht erhört, weil er mit Bitten oder Flehen zu Gott gekommen ist. Die sind wichtig im Gebet. Aber seine Gebete wurde erhört, weil er Gottes Furcht hat. Es ist Zeit, dass wir Christen danach schreien, diese Gottes Furcht. Gottes Furcht heißt nicht, Angst vor Gott zu haben. Gottes Furcht heißt, diesen Mantel vom Himmel zu bekommen
Und wenn du diesen Mantel auf dich hast, du spürst es. Es ist eine schwere Mantel. Du spürst es. Und dieser Mantel, diese Spuren, dieses Wissen, dieses Erlebnis mit dem Mantel beeinflusst, wie du dich entscheidest, wenn es um Dinge geht. Jesus hatte einen Punkt, ist zu einem Punkt gekommen, in dem er eine Entscheidung treffen musste. Und weil er Gottes Furcht in seinem Leben hat, konnte er den Weg des Herrn gehen. So, wenn wir von dem Furcht des Herrn reden, von der Furcht, wir reden von dem Ding, womit wir leben, mit einer Liebe, nicht mit Angst. Denn Angst hat mit sich Schmerzen. Und viele Christen tun, handeln, führen ihr Leben aus Angst von Gott, aus Angst von der Hölle. Sie wollen nicht in die Hölle gehen, darum tun sie alles. Aber es soll nicht so sein. Meine Motivation, mit Gott zu gehen, soll nicht, weil ich nicht in die Hölle gehen will, sondern meine Motivation, mit Gott zu gehen, soll es sein, weil ich Gottes Furcht habe, weil ich ihn ehre in meinem Leben, weil ich erkenne, wie wunderbar er ist. Verstehst du mich? Gottes Furcht hat damit zu tun, dass die Offenbarung der wunderbar die Offenbarung zu haben, wie wunderbar, wie herrlich Gott ist. Und das wird dein Denken überrollen. Solches Erkenntnis von Gott, wie wunderbar er ist, wird dein Zweifel kaputt machen. Solches Offenbarung von Gott, wie herrlich und wie schön er ist, wird dich zu ihm näher bringen. Und es wird dir Spaß machen, ihm zu gefallen. Es wird dein Spaß sein. Kein Wunder, Jesus hat sein eigenes Kreuz auf den Berg getragen. Und als er am Kreuz war, voller Schmerzen, allein gelassen, er konnte immer noch sagen, Vater, vergebe, denn sie wissen nicht, was sie tun. Warum? Er hat Gottes Furcht. Und die Furcht des Herrn ist eine Energie, die kein Pastor dir geben kann. Die Furcht des Herrn ist eine Kraft, die niemand, keine Gemeinde dir geben kann. Es ist eine unbeschreibliche Gnade, die auf dich kommen wird und dir helfen wird, den Weg des Herrn zu gehen. Wie lange willst du noch in der Sünde leben? Wie lange willst du noch kämpfen? Es ist Zeit, danach zu hungern, nach der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn, wovon ich rede, es ist nur von Gott her. Nur Gott kann es dir geben. Es ist eine Arbeit oder eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Und das ist das Wichtigste, Liebe. Das ist das Wichtigste im Leben eines Christens, die Furcht des Herrn zu haben. Lass uns Jesaja Kapitel 11 sehen. Jesaja Kapitel 11. Hier hat die Bibel von Jesus gesprochen. Jesaja Kapitel 11 von Vers 1 bis, ich denke, Vers 3. Jesaja 11, 1 bis 3 erstmal. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isaias. Und ein Schlüssling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn. Hier redet die Bibel von Jesus. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rats und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. So hier redet die Bibel. Wenn man Offenbarung liest, hört man von den sieben Geistern. Es ist die sieben Offenbarungen des Heiligen Geistes. Es gibt nur einen Geist. Aber der Heilige Geist offenbart sich auf diese sieben Art und Weise. Wir haben den Geist des Herrn,
wenn der Heilige Geist offenbart sich, indem redet mit Gottes Stimme zu dir. Dann haben wir den Geist der Weisheit, der Geist des Verstands, der Geist des Rats, der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis. Und am Ende kam der Geist der Furcht des Herrn. Vergesse nicht, Gott reserviert immer das Beste für das Ende. Die Bibel sagt, das Ende einer Sache ist besser als Anfang. Und die Furcht des Herrn, der Geist der Furcht des Herrn, wurde als Letzte gegeben auf Jesus. Kein Wunder, das war das Wichtigste, was Jesus im Garten Gethsemane gebraucht hat. Und lass uns Vers 3 lesen. Wie wird er leben? Die Bibel sagt, und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach den Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen recht sprechen. Halleluja. Siehst du, er wird sein Wohlgefallen haben, woran? An Geist der Kraft? Nein. Die sind gut. Geist der Weisheit? Die sind gut. Aber an der Furcht des Herrn, daran wird er sein Wohlgefallen haben. Gott ruft uns zurück, zu der Ebene zu kommen, wo die Furcht des Herrn wird ein Thema sein in unserem Leben. Wo wir zu dem Heiligen Geist gehen werden und sagen, taufe mich, komme auf mich mit der Furcht des Herrn. Vater, gib mir den Mantel der Furcht des Herrn. Vater, ich will dich fürchten, so wie Jesus dich gefürchtet hat. Ich will die Furcht des Herrn haben in meinem Leben, damit ich dir gefalle in allem, was ich tue. Egal, wie alt du im Glauben bist, egal, welche Position die du im Glauben besitzt, wir brauchen die Furcht des Herrn in unserem Leben. In der Ehe, man braucht es. Wenn wir auf diese Ebene der Furcht des Herrn wandeln, geht es nicht mehr um uns, sondern es geht nun um ihn. Geht es nicht mehr um unser Gefühl. Wir richten nicht mehr nach dem, was wir hören oder wie wir fühlen oder wie wir schmecken oder wie wir sehen. Wir richten nun gemäß, wie die Furcht des Herrn uns leitet. Auf Deutsch gesagt, wir treffen Entscheidungen, wie es Gott gefällt. So, Gott zu fürchten, heißt nicht Angst von ihm zu haben, weil er uns bestrafen könnte. Die Furcht des Herrn, in der Furcht des Herrn zu leben, heißt es, mit Gott zu leben, Gott wohlgefällig zu leben. Heißt es, eine himmlische Befähigung durch das Wirken des Heiligen Geistes zu bekommen, die es uns ermöglicht, Entscheidungen zu treffen, genau wie es Gott gefällt. Und als eine Gemeinde, wir brauchen die Furcht des Herrn, dass wir anfangen, für Respekt für einander zu haben. Dass wir uns fragen, das, was ich jetzt erzählen will, über diesen Bruder, über diese Schwester, ist das wirklich gotteswürdig? Gefällt es Gott? Wenn wir die Furcht des Herrn haben, in den Diensten, die wir tun, es wird uns helfen. Lass uns mal, das kommt zu mir. Ich wollte eigentlich nur 2 Bibelstellen mitteilen, aber lass uns 5. Mose betrachten. Haben wir letzte Woche gesehen, und Gott wird mir nicht erlauben, wegzugehen vom 5. Mose, Kapitel 10, wie wir letzte Woche gelesen haben. 5. Mose, Kapitel 10, Vers 12. 5. Mose, 10, 12. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Nun, Israel, hör die Stimme des Herrn. Nun, mein Sohn, meine Tochter, was fordert der Herr von dir? Als nur, Gott fordert nicht viel. Wenn du das hier hast, alle anderen Sachen werden ankommen. Ich kann dir sagen,
manche Dinge, die wir tun, im Namen des Herrn, sind nicht angekommen, weil es nicht verwurzelt ist in der Furcht des Herrn. Ich lese nochmal, 5. Mose 10, 12. Nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest? Dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest. Und das hier haben Leute gesehen. Und wir denken, wir müssen es tun. Nee, du musst es haben. Verstehst du mich? Ich fürchte Gott nicht durch was ich tun. Ich fürchte Gott, weil ich den Geist der Furcht des Herrn bekommen habe. Und dadurch ist mein Tun beeinflusst durch das Wirken des Geistes in mir. Verstehst du mich? Verstehst du mich? So, wir sollen Gott fürchten. Aber viele fürchten Gott nach dem Fleisch. Und sie tun alles, Gott nicht zu verletzen. Wir sollen Gott nicht verletzen. Aber es gibt eine andere Ebene, wo Gott uns wirklich bringen will. Wie Jesus gelebt hat. Die Bibel sagt, dass wir Gott fürchten. Und weiter, dass du ihn allen seinen Wege wandelst, da kommt, dass du eine Beziehung mit ihm baust. Viele haben so eine Angst vor Gott, sie haben keine Beziehung zu Gott. Dies ist nicht die Furcht des Herrn, wovon wir reden. Wenn du keine liebe Beziehung zu Gott hast, wenn du mit Gott nicht wandelst, wenn es dir nicht interessiert, was Gott interessiert, und wenn du denkst, dass was dich interessiert, Gott nicht interessiert. Nein. Wir wandeln mit ihm, wir gehen mit ihm, wir lassen Gott Teil unseres Lebens sein. Und dann lieben wir ihn. Siehst du? Und wenn du jemanden liebst, du wirst keine Angst vor denjenigen haben. So, wir sollen keine Angst vor Gott haben. Niemals. Er ist unser Papa. Wir sollen aber seine Ehre und Herrlichkeit erkennen. Das, was die Furcht des Herrn in unserem Leben machen wird. Wir erkennen, wie groß er ist. Wir erkennen, wie herrlich er ist. Weißt du, das kannst du nur haben, wenn der Geist dir das gibt. Glaub mir. Egal wie viel ich versuche, die Herrlichkeit des Herrn zu beschreiben, es sei denn, dass der Heilige Geist dir die Augen des Herzens öffnet, du wirst nur tolle Beschreibungen bekommen. Du wirst klatschen und sagen Amen, Halleluja. Aber wenn der Geist der Furcht des Herrn auf dich kommt, und du erkennst, wie schwer seine Worte sind. Du fängst an, Respekt für seine Worte zu haben. Du erkennst, wie herrlich er ist. Du erkennst, wie groß er ist, dass sein Denken größer ist als dein Denken. Dass seine Wege höher sind als dein Weg. Und du fängst an, dich vor ihm zu demütigen. Du fängst an zu erkennen, dass ohne ihn bist du nichts. Und dann lernst du, ihn hinein zu beziehen in allem, was du bist, weißt oder tust. So entsteht die Liebe mit Gott. So, wir haben gelesen hier weiter, den Herrn zu fürchten, 5. Mose 10, 12, ihn auf seinen Weg zu wandeln, auf allen seinen Wegen zu wandeln und ihn zu lieben, da kommt Nummer 4, denn ihm zu dienen mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Siehst du, das Dienen wird nur ankommen. Unser Dienst, alles was wir tun, wird nur ankommen, wenn das Wurzel hat in der Furcht des Herrn. Wenn das Wurzel hat aus der Herrlichkeit, aus dem Erkenntnis, aus der Verbarung der Herrlichkeit des Herrn in unserem Herzen. So, wir sollen frei. Wir sollen anfangen zu beten. Gott, ich will dich fürchten. Heiliger Geist, offenbare du mir die Herrlichkeit des Herrn.
Verstehst du mich? Frage dich mal, wie konnte Abraham, der jahrelang auf einen Sohn gewartet hat, und endlich hat er diesen Sohn bekommen mit 100. Und plötzlich kam Gott und sagte ihm, geh, tötet deinen Sohn. Und dieser Abraham, die Bibel sagt mir in 1. Mose, Kapitel 22, er stand auf früh, sammelte Holz und ging mit seinen Diener und Isaac. Und als er seine Augen hochgehoben hat und er sah den Berg, er sagte seinen Diener, ihr bleibt hier, ich gehe mit dem Kind zu dir anzubeten. Er hatte alle Chance, sich anders zu überlegen. Und als er da kam, er war bereit, Isaac zu töten in Gehorsam. Und Gott hat angegriffen. Gott hat ihn gestoppt. Gott sagt, nun weiß ich, dass du mich verstehst. Verstehst du mich? Abraham konnte das tun, weil er die Furcht des Herrn in sich hatte. Weil wenn Gott redet, Gottes Wort ist Leben für ihn. Gottes Wort ist keine Meinung. Wenn du die Furcht des Herrn nicht hast, Gottes Wort wird für dich eine andere Meinung sein. Aber wenn du die Furcht des Herrn hast, durch das Wirken des Heiligen Geistes, dann ist Gottes Wort für dich das A und O deines Lebens. Das heißt, alles. Gottes Wort wird ein Gewicht haben und Gott regiert nur durch sein Wort. Wenn du die Bibel liest, es wird klar sein, es wird richtig sein und das Wort Gottes wird dein Leben in Gefangen nehmen und du wirst keine Ruhe haben, bis du getan hast, was das Wort Gottes sagt. Das ist, was die Furcht des Herrn tun. Du musst nicht mehr kämpfen, Gott gefallen zu wollen. Es wird Teil deines Lebens sein. Gott fürchte, auf allen seinen Wege zu wandeln, ihn zu lieben, und ihm zu dienen mit ganzem Herzen und ganzer Kraft der Seele. Wenn du die Furcht des Herrn hast, dein Dienst für Gott wird ankommen im Himmel. Du wirst, viele Leute dienen Gott für Augendienst. Viele Leute dienen Gott mit dem Rest ihrer Zeit. Weißt du, sie machen alles, was denen gefällt. Und wenn sie noch Zeit haben, dann wollen sie was für Gott machen. Wenn du die Furcht des Herrn hast, was Gott angeht, geht dich auch an. Es wird dir Spaß machen. Es hat Jesus Spaß gemacht, zum Kreuz zu gehen. Und Gott sei Dank, er ist gegangen. Viele Dinge sind in der Welt kaputt gegangen, weil ich und du falsche Entscheidungen getroffen haben. Viele Dinge können wir besser machen. Die Welt wird besser sein, wenn wir lernen, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber durch die Kraft, unsere eigene Kraft, werden wir nie auf den richtigen Weg gehen können. Dafür brauchen wir die Furcht des Herrn. Siehst du, in 5. Mose, wo wir gerade gelesen haben, die Furcht des Herrn war das alles Erste, bevor Dienst. Aber umgekehrt machen wir heute. Wir wollen durch Dienst dienen, durch Tun Gott fürchten. Nein, dein Tun kann nur gut sein, wenn du die Furcht des Herrn in dir hast. Ich habe mal was hier geschrieben. In Sprüche, Kapitel 1, Vers 29. Vielleicht werde ich damit enden. Sprüche 1, 29. Lass mich das sehen. Weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt habe. Was willst du heute wählen? Willst du deine Gefühle wählen? Willst du so weiterleben,
Oder bist du bereit, die Furcht des Herrn zu wählen, danach zu hungern? Du musst danach hungern. Nur durstige Seelen werden gestillt. Nur Seelen, die Hunger haben, nur Seelen, die dürsten, werden gestillt, werden gesättigt. Ohne Hunger gibt es keine Sättigung. Ohne Durst gibt es keine Stillen. Wenn du zu Gott kommst, voll, dann wird er nicht machen. Aber wenn du bittend kommen, denn die Bibel sagt, bittet, so wird es euch gegeben. Suche, ihr werdet finden. Klopfe an, es wird euch aufgetan werden. Wenn du kommst hungrig, denn Gott wird dich sättigen. Wenn du kommst durstig, denn Gott wird dich stillen. Was soll unser Gebetsanliegen sein? Gott, gib mir den Geist der Furcht des Herrn. Gib mir den Geist der Furcht des Herrn. Ich will dich fürchten. Ich will dich fürchten, so wie Abraham gefürchtet hat, so wie Jesus dich gefürchtet hat. Ich will in deinem Furcht leben. Ich will in deiner Furcht leben, damit ich deinen Weg gehe und dich lieben, damit ich dir dienen, wie es sein soll. Niemand ist davon befreit, Gott zu dienen. Wir sind berufen, Gott zu dienen. Aber ist unser Dienst angenommen oder abgelehnt, wie wir Gott fürchten? Die Furcht des Herrn in unserem Leben wird entscheiden. Wie gesagt, heute wollen wir nicht viel reden, aber ich will, dass du heute etwas hast. Ich will, dass du Zeit nimmst zu beten. Nicht nur einmal, nicht nur dreimal. Bete, bis du das Ergebnis in deinem Leben siehst, dass du ein Mensch geworden bist, der so einen Ehrenwert dem Wort Gottes gegeben hat. Dass du ein Mensch geworden bist, der das Wort Gottes ernst nimmt. Dass du ein Mensch geworden bist, der so begeistert ist, wenn es um Gott geht. Das kann dein Pastor nicht machen mit Händen auflegen. Das kann nur der Heilige Geist in dir machen, indem er dir diesen Mantel schenkt. Ich sage ein Mantel. Und dieser Mantel, du spürst es. Und weil du diesen Mantel spürst auf dir, das beeinflusst, wie du läufst, wie du handelst. Es ist etwas, was nur der Heilige Geist tun kann. Nimm dir Zeit. Gott ruft uns in zu vorstellen. In den nächsten Sonntagen werden wir anfangen zu schauen, was sind die Vorteile, wenn ich in der Furcht des Herrn lebe. In den nächsten Tagen werden wir schauen, was bedeutet es nochmal, wir werden noch tiefer gehen, die Furcht des Herrn zu definieren mit vielen Bibelstellen. Aber heute will ich nur nicht so viele Bibelstellen geben. Ich bitte so sehr, dass der Heilige Geist diese Worte nimmt, die wir heute gesprochen haben, und es in euch vertiefen und es in dir vertiefst, damit unser Leben ein Licht sein soll für unsere Generation. Es ist Zeit, dass wir unsere Position annehmen als die gesalbte Gottes Kinder, gesalbte Kinder Gottes, als die herausgerufene Kinder Gottes, dass wir unseren Platz nehmen, um Gott zu gefallen in allem, was wir tun. Liebe, Gott ist bereit, einen wunderbaren Segen auf dich und auf mich zu gießen. Gott ist bereit, da wir heute etwas Wichtiges feiern. Gott ist bereit, zu tun in unserem Leben, was wir uns jemals oder niemals vorgestellt haben. Gott ist bereit. Er sagt aber, komm mit mir auf meinen Weg. Komm mit mir auf den Weg der Furcht des Herrn. Komm mit mir auf den Weg des Wortes. Komm mit mir auf dem Weg der Liebe. Komm mit mir auf dem Weg des wahren Dienstes. Ich bete für jeden Einzelnen und ich bete für mich auch, dass wir diesen Geist der Furcht des Herrn haben. Dass Gottes Hand ständig auf uns bleibt und uns trägt und uns leitet. Wie Jesus sagt,
dass wir wirklich als Licht leuchten in dieser dunklen Welt. Das ist mein Gebet. Amen. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir danken. Wir erkennen Stück für Stück, woran es geht. Und es ist uns heute klar geworden, dass wir nur in deiner Furcht Erfolg haben können. Wir wollen keine Angst von dir haben, weil, dass du uns irgendwas antun könntest, sondern wir wollen diese wunderbare Anziehungskraft zu dir haben. Wir wollen den Geist der Furcht des Herrn haben, auf unserem Leben, in unserer Familie, in der Gemeinschaft, wo wir arbeiten, in der Ehe, damit wir auf allen deinen Wegen gehen, um dich zu lieben, damit die Dienste, die wir vollbringen, wo auch immer, bei dir ankommen. Jesus Christus, du hast es geschafft. Du bist erfolgreich geworden und wir dürfen dir folgen. Helfe uns. Heiliger Geist, wir öffnen dir die Tür unserer Herzen, unserer Seele, unseres Körpers. Komme, bringe das Wirken der Furcht des Herrn. Offenbare uns die Herrlichkeit Gottes, dass wir seine Schönheit betrachten, wie noch nie zuvor, damit wir entsprechend reagieren. Wir bekennen etwas heute. Wir wissen, du liebst uns, Papa. Und wir haben keine Angst vor dir. Wir wissen aber auch, dass du für uns einen Weg gebahnt hast. Und diesen Weg wollen wir gehen. Danke, Vater. Und was dieser Gemeinde angeht, Jesus Christus, wir sind 18 geworden. Baba, lass uns wandeln auf eine neue Ebene der Reifheit. Wir lehnen kindische Sachen ab. Wir nehmen an, das, was uns zusteht, Erwachsene zu sein. Die Verantwortung, die uns zusteht, wir umarmen sie. Und den Segen, der uns zusteht, wir umarmen ihn. Vater, wir danken dir, weil von nun an für diese Gemeinschaft, für jeden Mitglied und alle, die zu uns gehören, es kommt eine neue Veränderung, die es bewirken wird, dass Menschen erkennen, dass du ein guter Gott bist und unser Leben wird schön sein. Wir erkennen es, wir umarmen es und wir danken dir dafür, Papa. Im mächtigen Namen Jesus von Nazareth bitten wir. Amen. Amen. Danke, dass du mit uns diese Zeit verbracht hast. Du darfst bitte dich mit uns freuen, dass wir heute unsere Jubiläumsgottesdienst feiern. Jemand sagte mir, aber 18 Jahre ist nicht Jubiläum. Für uns jedes Jahr ist Jubiläum. Wir jubeln, wir schreien, wir tanzen, wir freuen uns. Es ist ein Grund zu jubeln. Wir haben als eine Gemeinde die Gnade Gottes wieder erfahren dürfen. So, danke. Bitte weiter für uns und lasst uns hören, was Gott tut. Und ich bitte für euch, überall in den Nationen, wo ihr wart, seid, in eurer Gemeinde, in euren Bemühungen, in der Familie, bei euch in der Ehe, ich segne euch, ich bete für euch, dass der Gott Abrahams euch überrascht, so wie er Sarah überrascht hat. Euer Ende wird nur mit Lachen sein und nicht traurig. Danke für eure Zeit. Papa, danke für alles, was du tust. Wir sind bereit für diese neue Ebene. Im Namen Jesus nochmal. Amen.